Shalom and welcome, everybody. Ja, ich bin zurück. Ich bin im neuen Jahr auch manchmal angekommen. Ja, erstmal frohes Neues euch allen da draußen. Bin gerade ziemlich fertig. Ja, bei mir ist es momentan gerade ein bisschen stressig, weil ich darf seit dem 2. Januar wieder arbeiten. Und nach dem ganzen Feiern muss ich erstmal wieder reinkommen. Das schleift sich doch ein bisschen. Ich bin gerade dementsprechend total groggy. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut reingekommen und ich denke mal, wir könnten auch dieses Jahr wieder losstarten. Genau darüber möchte ich hier heute mal wieder ein bisschen sprechen, denn momentan sieht es bei mir, was das angeht, erstmal ein bisschen schlecht aus. Ja, ich werde erstmal diese und nächste Woche werde ich erstmal, nämlich erstmal wieder komplett auf die Arbeit stürzen müssen, weil vorher hatte überhaupt nichts mehr. Ja, ich da bin jetzt auch erstmal wieder fertig. Ich habe heute den zweiten Tag gemacht. Ich darf jetzt noch wie viele? Fünf? Durchmachen. Dann, da habe ich einen Tag frei und dann muss ich in die Frühschicht. Das ist zum Kotzen. Egal. Nichtsdestotrotz, ich habe einige Pläne für dieses Jahr und ich hoffe, sie alle umsetzen zu können, wenn mir denn die Zeit dafür bleibt. Ansonsten, wir können ja mal ganz kurz darüber reden, was hat denn eine gute Shadow geplant für dieses Jahr. Wir haben erst einmal noch dieses nette Buch hier. Metal Heroes in the Fate of Rock, wo wir vor kurzem Kapitel 4 jetzt durch haben. Wir haben also noch 6 Kapitel vor uns. Ich hoffe damit mal nächste Woche wieder oder im nächsten Mal weitermachen zu können. Und wenn es dann so klappt, wie ich es mir vorstelle, sollten wir Mitte, Ende Februar dann auch damit durch sein. Nachdem das 10 Kapitel ist ja auch nur begrenzt. Dann hoffe ich, dass ich es noch irgendwie schaffe, bald mal den One-Shot Princess in Under Castle mal zu Ende zu bringen. Ist ja nicht mehr so viel. Sollte mit einer Sitzung jetzt auch so gut aufgeschlossen sein. Es ist ein bisschen ausgerufen, aber es hat extrem viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Grüße an alle, die Jungs mitgespielt haben. Ja, apropos mitspielen. Mit dabei war natürlich auch der gute Tiger und Voices in the Dark wird erstmal zeitlich gesehen sehr, sehr spät kommen. Also wenn ich es schaffe, dann wahrscheinlich erst dritte, letzte Januarwoche. Ansonsten wird es wahrscheinlich erst im Februar weitergehen. Vorher schaue ich es eigentlich nicht. Dann habe ich zumindest nochmal vor, irgendwie zu versuchen, dieses Jahr mindestens Minimum 2 Runden Snowblood endlich mal fortsetzen zu können. Und ja, wir schauen mal, vielleicht schaffen wir es hier auch irgendwie uns zu treffen, dass wir dieses Jahr vielleicht dann doch vielleicht das ganze Ding durchzubekommen. Also allmählich würde ich mich freuen, wenn wir mal irgendwas zu Ende bringen könnten. Ja, ansonsten sind 2 Sachen ganz groß geplant für diesen Kanal. Zum einen plane ich etwas mit dem wunderbaren Sword and Sorcery Rollenspiel Barbarians of Lemuria. Und zum anderen würde ich sehr gerne endlich mal mit W20-Version von Werwolf anfangen. Ja. Das sind so die beiden Sachen, auf die ich mich dieses Jahr auf jeden Fall am meisten fokussieren werde. Plus nochmal ein paar kleine Kleinigkeiten. Aber das sind nur Sachen, die ich jetzt geplant habe. Da habe ich schon wirklich was vorbereitet. Und da kann ich jetzt noch nicht sagen, ob das überhaupt noch kommt. Wahrscheinlich doch noch, vielleicht auch erst nächstes Jahr. Wer weiß. Ja, ansonsten habe ich jetzt, wie gesagt, bis auf die Sachen am Anfang, wie gesagt, Metal Heroes in the Fate of Rock und das Princess in the Nase Castle, die Fortsetzung zu bringen, sind jetzt so die Sachen, auf die ich mich erstmal fokussieren möchte und dann nochmal gucken, wann ich es wieder anfange mit Voices in the Dark, ob ich das noch wirklich wöchentlich bekomme mit Tiger. Ansonsten, 2 Sachen, die auf jeden Fall anstehen, die auf jeden Fall schon bei mir bestätigt sind, sind zum einen der 10. März dieses Jahres, das ist ein Samstag. Wer gerne Lust hat, der darf nach Mengende Dortmund kommen. Nee, umgekehrt, Dortmund Mengende, sorry. Dort veranstaltet der gute Bero vom Nerdpool wieder einmal den Nerd, also den Mengende Rollenspieltag. Was ist das? Es ist im Prinzip ein Nerdpool-Treffen. Ja, es ist ein Treffen mit 4 Leuten aus dem Forum. Und wir setzen uns zusammen und spielen Rollenspiele. Und es ist vor allem ja, dafür gedacht für Leute, die noch nie wirklich Kontakt mit Rollenspielen haben. Also falls du da draußen, ja, du, dich spreche ich gerade an, irgendwie du schon mal irgendwie, keine Ahnung, ein Rollenspiel ausprobieren willst. Welche genau jetzt online sind, steht es noch nicht fest, es ist noch sehr früh. Auf jeden Fall, wie gesagt, es ist in Dortmund Mengende. Es ist umsonst
Und es ist lustig. Ist jetzt zum vierten, fünften. Nee, ist das vierte Mal. Das vierte Mal, genau, das vierte Mal. Das war's, das vierte Mal ist es diesmal. Wir haben es jetzt immer cool. Wie gesagt, wenn es soweit ist, ich werde normal Ankündigungsvideo machen, wenn es aber bald losgeht und mit Adresse alle immer dran. Kommt vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten, RPC steht noch an. Ja gut, es sind ein paar Monate bis dahin, aber ey, ich werde da sein und ich werde wahrscheinlich auch wieder im Notzustand sein und ich werde wahrscheinlich wieder was leiten. Was genau muss ich jetzt noch nicht sagen, dann muss ich mich noch ein bisschen drauf vorbereiten, weil Ding ist auf Englisch und ich muss mich noch ein bisschen reinlesen, aber sollte kein Ding sein. Ich werde wahrscheinlich wieder die Hälfte rausschneiden aus dem Video. Das Ding ist jetzt schon wieder viel zu lang, immer egal. Ich bedanke mich dafür ganz herzlich und deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir noch einen guten Start ins neue Jahr 2018. Hat begonnen. Ich bin bereit und ich hoffe, du auch. Und ihr, alle anderen auch. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, guten Abend, wann auch immer ihr das jetzt seht und wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao.